So, hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Special. Und zwar wird das jetzt ein Neujahrs-Special. Let's Play Another World. Ist schon etwas älter, das Spiel. Ich spiele jetzt aber die Remastered-Version, die ich mir jetzt mal bei Steam erstanden habe. Für 2 Euro oder sowas. Oder 3 Euro irgendwas mit dem Play. Und ich dachte mir, wieso nicht sowas nochmal als Special machen. Für euch so zum Neujahrseinstieg. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe das früher auch nie gespielt. Ich kannte es vorher eigentlich gar nicht. Muss ich mal zugeben. Aber vielleicht ist es manchen von euch bekannt. Könnt ihr mir mal Bescheid geben, wer es kennt. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Wir fangen mal an. Ja, ich hatte einmal ganz kurz angespielt, ob es hier funktioniert mit der Aufnahme. Und es funktioniert. Schauen wir uns mal das Intro an. Tja, das war natürlich gerade sehr nett. So, jetzt sind wir unter Wasser. Achso, ja, und ich muss jetzt hier schon schwimmen. ich bin irgendwie nicht so gesund. Wie ihr gesehen habt, sind wir dieser rothaarige Professor. Sein Experiment ist schief gegangen. Mehr weiß ich auch nicht. Müssen wir eben gucken, ob die Steuerung, ja. Und wie ihr seht, ist ein Jump and Run. Ich habe mir extra sowas ausgesucht. Oh. Weil ich dachte... Kann man hier speichern? Okay, natürlich nicht. Weil ich dachte, sowas dauert jetzt nicht so lang und das eignet sich relativ gut. Sollte es zumindest. Ja! Jetzt weiß ich nur nicht, was ich jetzt... Oh.
Das ist sehr schön. Okay, das hat uns jetzt irgendwie nichts gebracht. Ja, weil ich denke mal, das ist ganz gut so zum Aufnehmen für zwischendurch. Ich muss mich hier echt erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt auch... Na... Die Viecher greifen uns hier nicht an. Vielleicht kann ich die blicken. Super. Ja, weil... Ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt nämlich keinen Controller hier. Und muss nämlich hier mit der Tastatur spielen. Da muss man sich echt erstmal an die Steuerung hier von so. Schön. Ah! Und wir sind gestorben. Welche Überraschung. Und wir sind schon wieder gestorben. Super. Okay, ich merke schon, das wird, glaube ich, doch etwas länger dauern. Ich muss mich hier echt dran gewöhnen. Ich bin eigentlich kein Jump'n'Run-Spieler. Ah, das war knapp. So, jetzt langsam hier in diesem Bildschirm. Er kommt uns nicht angreifen. Jetzt weiß ich aber auch nicht. Ah! Scheiße! Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich, was ich hier machen muss. Wie man sieht. Ich denke mal, wir müssen vielleicht einfach mal vor dem wegrennen. Ich glaube, kaputt machen können wir den nicht. Ja. Hallo? Ah, und ich glaube, ich weiß, wofür diese komische Liane gut ist. Die hilft uns doch bestimmt vor dem... Böses Viech. Vor diesem bösen Superviech da wegzurennen. zu entkommen. Ey, das gibt's doch nicht. Der kann aber auch nicht springen, der Arsch. Ja. Los. Dauert jetzt noch ein Stündchen hier oder so, bis ich mir die eine Passage gemeistert habe. Oh. So, ich mach die jetzt erstmal alle kaputt. Dann kann ich nämlich gleich hier straight durchrennen. So. Zumindest. Ah, wieso ist es so schnell? Wie soll ich das denn schaffen? Jetzt mal ehrlich. Ah! Renn! Oh. Dass man hier auch nicht abspeichern kann, ist echt doof. Und jetzt? Das ist super. Sterbe ich jetzt? Natürlich. Ah, okay, das musste so sein. Das ist ja schon mal etwas. Übrigens ist das Spiel in HD. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, wie das normale Spiel aussieht. Nämlich so. Das ist schon HD. Das
gar nicht so übel aus. So. Ha! Gib mir die Waffe, ich will die Waffe haben. Die Waffe, gib mir die Waffe. Oh, nett. Wunderbar. Ja, ich komm hier. Nur nicht so schnell. Okay. Jetzt wird das schon ein bisschen actionlastiger hier. Mit Schießerei und so. Okay. Mein Gott. Keine Munition mehr, oder was? Okay. Ah, ich krieg das noch irgendwie raus. Mein Gott, wir sind mal fertig, ey. Wieso habe ich denn dann keinen... Ich glaube, das geht echt mit Munition, kann das sein? Ja, toll, und dann wird er fertig, danke. Ja. Was? Oh, hätte ich jetzt gar nicht aufladen wollen, ne? Jetzt habe ich nämlich keine Muni mehr, scheiße. Was? Was war das denn? Das war irgendwie gerade sehr buggy. Ja, vielleicht ist es auch nicht so ganz ausgereift. Ich switch mal so ein bisschen hier auch rum. So wird es eigentlich aussehen. Also dann muss ich sagen, HD hat schon was. Auch wenn es etwas übertrieben ist, das vielleicht HD zu nennen. Und jetzt? Können wir hier vielleicht noch eine Etage runter? Ah, ach, ich kann das Ding auch noch steuern. Ach so, na dann. Okay, mach mal irgendwas, Kollege. Ich weiß zwar nicht, was ich da jetzt gerade getan habe, aber vielleicht können wir jetzt oben weiter. Ich habe echt keine Ahnung. So. Aha. Nö, so wirklich hat uns das jetzt auch nicht weitergeholfen. Vielleicht können wir nach ganz oben fahren. Ich weiß jetzt gar nicht. Ob es da doch noch weiter ging vielleicht. Gehen wir mal hier hin. Kommen wir hier? Ah. Viel, viel besser. Aber es haben sie ganz nett gemacht, muss ich sagen. So, hier können wir wahrscheinlich nichts mehr machen. Kommen wir mal wieder runter. So.
Jetzt wüsste ich doch ganz gerne. Ob ich hier irgendwas noch machen kann. Merkwürdig. Wahrscheinlich muss ich das Let's Play gleich schon unterbrechen, weil ich wieder keine Ahnung habe, wie das hier funktioniert. Tja, Vielleicht doch nochmal eins nach oben, wo wir hergekommen sind. Obwohl ich mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen kann, aber vielleicht auch. Vielleicht können wir dann noch irgendwas kaputt schießen oder so. Ach, können wir gar nicht mehr, okay. Gut, diese Tür hat sich also wieder dahin verbarrikadiert. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Na, was soll's hier hin? Die muss man doch irgendwas machen können. Ach so, sag mir das doch bitte mal eine. Ist das jetzt dein Ernst? Ich kann das jetzt nicht. Ich kann selber gar nicht schießen. Ich muss wahrscheinlich jetzt wieder aufladen. Geht das mal wieder raus vielleicht? Zeit, glaube ich, um das Teil wieder aufzuladen. Oder ich habe jetzt wirklich endgültig keine Munition mehr. Okay. Aber jetzt ganz ehrlich. Ups. So, vielleicht kann ich hier nochmal irgendwie. Ja, das haben wir schon gesehen. Kollegen mal abholen hier. Dass ich bei sowas nicht speichern kann, selbstständig, ist doof, mag ich nicht. Aber vielleicht darf ich das gar nicht kaputt schießen. Gehen wir mal. Gehen wir vielleicht mal hier. Mal, vielleicht kann ich ja jetzt. Vielleicht gehen die. Ah, genau! Ich kann den so umbringen. Jetzt check ich das erstmal, weil ich jetzt den Strom von diesem Ding da ausschalte von der Tür. Dieser komischen Gittertür. Jetzt dürfte die ja wahrscheinlich wieder. Oder auch nicht. Ja, beeil dich. Okay. Und ich habe jetzt natürlich gar keine Muni mehr. Scheiße. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder hier oben hin. Ich weiß gar nicht, ob man sich das angucken muss oder nicht. Aber wir tun es jetzt einfach mal. Na. Oh,
Scheiße, jetzt habe ich das Ding da gar nicht. Ja, nee, ist klar, da wo ich schießen muss, da kann ich's. Oder was? Ja, toll. Okay. Ah, ist ein bisschen tricky, das Spiel. Ach so, das ist so eine Falltür. Ach, das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Oh, das war so klar. Scheiße. Vielleicht gehen wir mal hier lang. Oh, ich bin echt nicht so fit. Oh. Er auch nicht mehr. Das Spiel erinnert mich echt an Prince of Persia 2. Also das uralte. Ich hab das mal so ganz kurz mal früher angespielt. Oh, ups, scheiße. Ist ja auch so ein Jump at One. Hallo? Ich hab doch gar nicht weiter... Obwohl, ne, der erste Teil ist ja nur purer Jump at One, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht, ich hab die alle mal irgendwann mal ganz kurz gespielt und weil ich sowas eigentlich nicht so gern spiele... Habe ich dann nicht weiter verfolgt? Bitte? Och, nee. Ja, es ist das richtige Spiel für mich. So, jetzt nicht bewegen. Ja, wie soll ich das denn machen? Oder kann man irgendwie rennen oder so? Also, ne, quasi schneller hier irgendwie auch nicht. Das ist echt ein Spiel für mich. So. Ha! So, nicht bewegen. Okay. Das ist bestimmt der richtige Weg. Weil man hier am Anfang sterben würde. So. Haha! Was ist das jetzt? Ach, das lädt die wahrscheinlich die Pistole auf. Denke ich zumindest. Wäre irgendwie logisch, würde irgendwie ein bisschen Sinn machen. Oh, unser Kollege hat nicht überlebt. Ah! Ich bin zu schnell für dieses Spiel, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, das lädt echt auf. So. Jetzt gehen wir mal vor.
wie soll ich das jetzt schaffen? Du Scheiße. Na, vielleicht mit ganz, ganz viel Anschwung. Ja, ich hab da auf Springen gedrückt. Manu. Oh, dass man sowas dann nicht abspeichern kann, ey. Jetzt müssen wir das alles hier schon wieder machen, zum 10. Mal. Sowas mag ich echt nicht. Nein, sollst du nicht. Mein Gott. Was? Oh. Ja, ich glaube, das geht doch ein bisschen länger, das Let's Play. Ich weiß noch nicht, wie lange das Spiel normalerweise gehen würde. Ah, okay. Ja, und was soll ich... Ich wusste, dass es passiert, aber was soll ich denn sonst machen? Dem Licht entgegen, so. Bam. Nein! Oh, ich hab doch auf Springen. Ach. Na. Das hier ist, glaube ich, so ein Schutzschild, was man damit macht. Das dürfte noch recht praktisch sein. So, jetzt ganz ruhig. Kann ich hier irgendwas tun? Hm. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Tja. Ich das vielleicht wegsprengen oder so. Oh, okay, ich muss es mir merken, das ist so die Lösung für alles. Ja, lass mich raten, das müssen wir sprengen. Natürlich. Okay, das ist echt so die Lösung für alles. Ah, okay, dann sind wir jetzt hier. Okay, ich glaube nicht, dass wir hierher kommen. Richtig. So, was ist, wenn wir hier runter? Okay. So, hier kommen wir wieder hierher. So, wo sind wir denn hier, wenn wir sterben? Und hier sterben wir auch. Okay, also können wir uns das komplett sparen. Das ist gut, da sparen wir Munition. Okay, diese komische Tür kann ich nicht öffnen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe erstmal hierher. Oh oh, sieht irgendwie gefährlich aus. Was immer das jetzt auch sein sollte. Ach ja. Ah, tricky.
hier. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Obwohl, dann können wir da oben her. Vielleicht mache ich das einfach mal. Scheiße, was ich jetzt... Ah, okay. Scheiße. Na gut, aber es ist schon mal nicht so ganz blöde. Gut, dann wissen wir jetzt ungefähr, was wir machen müssen. Nein! Scheiße! Oh, das Spiel macht mich echt noch wahnsinnig. Aber es ist irgendwie ganz cool. Also auch wenn es nicht so mein Spiel ist, muss ich sagen. Na, ist es eigentlich ganz cool. Es ist mal... Ja, mal was anderes. Auch wenn ich hier am laufenden Band... Eigentlich müsste man so einen Death-Counter hier einblenden. Vielleicht hat ja jemand Lust, mal die Tode mitzuzählen. Würde mich mal interessieren, wie oft ich hier in diesem verdammten Spiel sterbe. Verdammt noch eins. Okay, machen wir es jetzt nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so hektisch. Na. Nein! Oh. Ja. Ja, ja, so ist das. Steckst halt nicht drin, ne? Ja, beim Rennen ist das ein bisschen anders hier mit dem Springen. Ich weiß auch nicht wieso. Na. Na, renn doch, du Blöder. Oh ja, ja, so ist das. Ja, so ein Death Counter wäre echt mal eine coole Sache. Das wäre eine richtig coole Idee. So, gehen wir erstmal wieder ein bisschen. Ha. So, und jetzt? Na, ich hab's drauf hier mittlerweile. So ein bisschen. So, jetzt bombern wir das hier kaputt. Ja. Jetzt fragt sich nur, gehen wir oben oder unten lang? Können wir jetzt überhaupt hier lang? Ah, okay. Ah. Okay, ja. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, Leute. Das glaub ich doch nicht. Die Entwickler sind Sadisten. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Da. Scheiße. Wahrscheinlich ist das auch total einfach, das Spiel, und ich bin einfach nur so verdammt schlecht. So, ganz langsam. Im Wasser sind wir entkommen. Vielleicht gucken wir einfach jetzt mal, was oben abgeht. Wenn die Treppe hochgehen.
Ach mein Gott. Blöd, Mann, ey. So. Ah, okay, ich glaube, das war besser, weil wir unseren Kollegen jetzt hier haben. Das war, glaube ich, richtig. Ha, ich wusste es doch. Haha. So, ich glaube, wir gehen mal nach unten vielleicht. Okay. Puh, das war knapp. Ah. Scheiße. Nein. Wieso gibt es denn da keinen Speicherpunkt? Ey, das ist unfair gesetzt, finde ich. Sorry, aber das ist wirklich unfair gesetzt, finde ich. Ja, ja. Zum 10. Mal, aber das Wasser ist ganz nett. Das gefällt mir echt gut. Lololo. Vielleicht sollten wir vielleicht doch hier unten lang gehen. Ich weiß nicht, ich will das hier jetzt mal abgespeichert haben. Ey, das ist doch echt doof. So, das ist ein bisschen was anderes hier. Okay, wir wissen, dass jetzt gleich der Typ hier kommt. Ich drück jetzt einfach wieder alles. Oh. Ich hasse das Spiel. Wieso habe ich mich dazu entschieden, echt? Wieso wollte ich das jetzt nicht? Wieso? Ich sehe da keinen Grund mehr drin. Oh, wahrscheinlich bin ich sadomaso-mäßig veranlagt und deswegen finde ich das jetzt so super, das zu spielen. Wer weiß. Ah, oh, das wird jetzt aber knapp. Oh. Lalalala. Du. Aber schön gemacht ist es trotzdem, muss ich sagen. Boah. Also wenn das jetzt nicht Hollywood-mäßig war, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, jetzt ist hier endlich mein verdammter Speicherpunkt. Oh, scheiße. Nein, natürlich nicht. Ey, ohne Mist. Sorry, ey, aber je nach diesem Wasserding kann man doch einen Speicherpunkt machen. Was soll das denn? Ich meine, danach gibt es ja schon wieder 10 verschiedene Arten zu sterben. Achso, ja. Jetzt renne ich hier schon viel zu weit. Nein, renn doch, du Pisser, ey, Mann. Ich will nicht wissen, wie viele Parts das werden.
Ich hasse es, wirklich, ich hasse dieses Spiel. Wahrscheinlich dachte ich, die Entwickler, oh, Sträucherpunkte. Da können auch hier 10 Toten, Todesfallen hier entkommen. Das wäre auch alles viel, viel einfacher, wenn ich einen Controller hätte. Glaube ich zumindest. Sage ich jetzt einfach mal. Genau, es liegt an der Tastatursteuerung. Und gar nicht an mir. Ey, das gibt's doch nicht! Ha, ich hab's geschafft. Oh, das wird ganz schön knapp. So, wir gehen jetzt einfach wieder nach oben her. Also das ist mir unten irgendwie zu kompliziert. Oder zu gefährlich, sagen wir mal so. So. So, unser Kollege ist jetzt, auch wieder am Start. Scheiße. Müssen wir auch einfach mal auf den warten. Na, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie wir den helfen können. Meine Warte. Nein. Wie kann das so unfair sein? Das freut mich. Und das habe ich immer gehasst bei diesen Jump and Run Sachen, ey. Boah, diese Speicherpunkte sind immer so scheiße gesetzt. Oder es gibt keine. Hatte ich auch schon mal. So, dass man... Ist das nicht sogar bei... Dass man, wenn man stirbt, das ganze Spiel nochmal machen muss? Ich glaube, das war da sogar so. Wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, das wäre so gewesen. Zumindest gefühlt war es. Da bin ich nämlich auch im laufenden Band gestorben. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Och, wenn ich auf Springen drücke, dann spring doch bitte, du Pisser. Übrigens, wundert euch bitte nicht, warum ich hier immer baller und, ne, und danach anfange zu rennen. Das ist nämlich dieselbe Taste, schlauerweise. Ich habe eine richtige Wut auf das Spiel. Wenn man das vielleicht so ganz leicht merkt, könnte passieren, dass einem das so auffällt, so ein bisschen. Aber ich finde das eine schöne Idee mit diesem See zum Beispiel. Das finde ich echt cool. Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir doch hier unten hergehen, obwohl ich gleich wahrscheinlich sowieso wieder sterben werde. Ah!
Scheiße, jetzt habe ich meine Waffe nicht mehr. Ah, verdammt. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Na, oh, mach doch. Ach mein Gott, irgendwie springt er da drüber. Ah. Ui, ganz schön knapp. So, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das dieses Tricksgedöns so gerade gemacht habe. Irgendwie habe ich das ganz merkwürdig. Ich weiß das gar nicht mehr. Kadum. Wieso haben die eigentlich alle Glatzen? Okay, das war jetzt nicht so Hollywood-reif wie gerade, aber egal. Das gibt's doch nicht. Wie soll man das denn schaffen? Zum 10. Mal dieselbe Stelle. Ach, 10 Mal, das ist ja schon zum 50. Mal hier. Ah, das ist nur ein Spiel für ganz hartgesottene Leute, die wirklich sadomaso-mäßig veranlagt sind. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Wahrscheinlich müssen wir nicht mehr her und das ist eigentlich alles nur eine von 10.000 verschiedenen Stellen. Das ist ja auch meistens so. Dass es hier 10 verschiedene Wege gibt, sowas zu lösen. Und einer ist dann so der ganz einfache. Und ich nehme wahrscheinlich gerade den schwersten überhaupt. Okay. Ich weite das jetzt mal so. Das ist jetzt nicht nur so Silvester-Neujahrs-Special. Ich glaube, das wird so bis zum nächsten Neujahr anhalten, so ungefähr. Also ganz ehrlich, ne? Ich glaube, ich spiele heute nicht so lange. Und werde das dann irgendwann die nächsten Tage zu Ende spielen, weiterspielen, uploaden, wie auch immer. Ah. Ich habe auch Schiss, wenn ich jetzt hier ausmachen würde. Würde mich mal interessieren. Wir gehen einfach mal hier lang. Ich habe da auf Springen gedrückt, du Arsch. Hallo, spring doch auch, du Penner. Ob der auch wirklich speichert oder ob wir nächstes Mal wirklich alles machen müssen. Ah! Ah, wir haben es ja fast geschafft. Ja, na, gucken wir uns mal an, was hier passiert, wenn wir hier hergehen. Och, der gleiche Spaß im Wie soll man das denn hinkriegen, ey? Boah. Okay, das war total dämlich getimed. Das war eigentlich gar nicht getimed. Das war nur, komm, wir machen es jetzt einfach. Schade, ich dachte, es funktioniert vielleicht doch. Ah.
Mein Gott. Wo ist das? Ah! Ah, okay. Vielleicht ist das hier richtig. Vielleicht nicht. Ach, da unten sind auch so Dinger. Oh, bin ich mit dem Fuß kleben geblieben. Ich glaube, das ist richtig, weil... die erinnern mich an diese Viecher von Half-Life. Oh, boah, bin ich gut. Nein. Das ist doch nicht ernsthaft so... Hallo? Das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Ja, die erinnern mich echt an diese komischen Viecher da von Half-Life 2. Mann, oh. Ich weiß gar nicht, gab es die auch schon in Half-Life 1? Keine Ahnung. Ich flehe. Lasst mich doch hier mal durch. Dämlichen Tentakel. Das Viech kriegt mich immer. Wieso? Ich tick aus, ey. Ich tick gleich aus. Ey. Scheiße. Beschissenes Mistspiel. Ja. Ich bin nicht mal gesprungen diesmal. Ich bin einfach nur hergegangen. Vielleicht muss man ja warten. Vielleicht muss man es so ein bisschen anfixen hier, das Vieh. Vielleicht kann... Ey, ja, sorry, aber wie soll das denn jetzt funktionieren? Das, kapiere ich nicht wirklich ganz so richtig. Das kann doch nicht sein. Ja, und sonst so. Ich hoffe, Weihnachten gut überstanden. Wie will man denn da sonst drüber kommen? Das, ich verstehe das nicht. Da kann man so irgendwie... Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gerade zweimal auf einmal gestorben. Zum Glück haben die beiden dieselben Animationen. Hm. Ja. Ach, vielleicht müssen wir da oben hoch. Ja. Toll. Okay, wenigstens schon mal ein Anfang. Ah. Hallo? Das gibt's doch nicht, ey. Oh, ich bin es leid hier so lange. Tschüss, Fledermaus.
Oder können wir vielleicht noch weiter nach oben klettern? Vielleicht ist das ja... Nö, natürlich nicht. Und jetzt? Ach. Ach ja. Wie soll ich das denn machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll ich das denn schaffen? So, hier kann ich auch nicht nach oben. Hier auch nicht. Sorry Leute, aber ich weiß überhaupt nicht. Oh, ich habe die Errungenschaft Entschlossenheit freigeschaltet, ja. Wahrscheinlich, weil ich gerade so verdammt hartnäckig bin. Das verdammte Spiel jetzt mal so hier langsam lösen möchte. Ah, das ist es! Oh. Nein. Ach, scheiße. Vielleicht muss ich die abknallen vorher. Ja, ja, mach. Könnte es natürlich jetzt sein. Nein, du sollst nicht springen. Idiot. Vielleicht kann ich die da so runterholen. So, schießen kann ich hier auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber wie ich das am besten schaffe, überhaupt. So, vielleicht. Kann ich wieder hier? So, vielleicht kann ich den einen. Kann ich dem einen irgendwie entkommen? Ich habe da noch so eine kleine Idee hier. So, vielleicht kann ich gar nicht. Vielleicht muss ich hier irgendwie. Oh nein, ich bin gestürzt. Ganz aus Versehen. So, vielleicht bin ich hier. Ja, ich habe irgendwie... Ich glaube, ich bin einfach mal zu weit oben gewesen bei meinem... Wenn ich das vielleicht besser schaffe, bin ich ein bisschen... anders spielen, ne? Stalaktit. Das gibt's doch nicht. Was ist, wenn ich das so mache? Okay, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ja, ich bin gerade... Die Animation hatten wir schon lange nicht mehr. Situationsanimation. Okay.
irgendwie so ein Rumgeknalle hört im Hintergrund. Das sind diese Assi-Blagen, die jetzt schon hier ihr alles... Ah, ihr ganzes Pulver verschießen vor. Heiligabend, sag ich schon. Silvester, meine ich. Also vor 0 Uhr. Die sind übrigens, was mich immer sehr angetan hat, die sind da jetzt schon seit Heiligabend dran. Also Heiligabend, so Mittag rum fing es an. Die müssen so ein ganzes russisches Munitionsdepot geplündert haben oder sowas. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann aber auch nicht schießen oder im Springen schießen. Das geht auch nicht. Ich komme hier nicht mehr weiter. Wieso? Ja, funktioniert das nicht. Ja, Leute, ich bin raus für heute. Also es... Ich weiß nicht, das bringt irgendwie nicht so wirklich was. Finde ich. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier jetzt irgendwie auch nicht so die Chance, dass ich das jemals schaffe. Oh, wieder ein doppelte Death-Anim. Also ich verabschiede mich und an dieser Stelle verabschiede ich mich so. Mit dem Kopf in der Wand, in der Decke. Hoffe, Silvester verbringt ihr ganz gut, feiert schön. Das ist jetzt erstmal mein Silvester-Special. Vielleicht nehme ich am Neujahr nochmal auf. Aber, ja, so soll es erstmal sein. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Und, dann feiert schön. Dann hört ihr morgen nochmal von mir. Dann spiele ich mal ein bisschen weiter. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal. Mal schauen. Bis dann, Freunde. Tschüss.